Morgen. Mein Frühstück ist fertig. Heute ist ein ganz normaler Donnerstag. Ich bin eben aus dem Fitnessstudio gekommen, habe morgens schon Cardio gemacht und mich ein wenig gedehnt. Und jetzt habe ich mir mein Frühstück vorbereitet. Ich bin hungrig aufgewacht, obwohl ich gestern ein Refeed hatte. Jetzt habe ich mir mein Essen gemacht. Es ist nicht viel, es ist Eiweiß mit Whey zusammengemischt. Ein bisschen Stevia habe ich noch hinzugefügt. Das habe ich dann in einer Pfanne angebraten. Und zwar auch von beiden Seiten, weil die eine Seite wird sonst schwarz und die andere ist dann noch ganz flüssig. Deswegen, eigentlich wollte ich es als ein Omelett anrichten. Mittlerweile sieht es aber eher aus wie ein Pfannkuchen. Ist auch süß. Ich habe nämlich noch ein paar Heidelbeeren hineingefügt. Und dann auch noch ein bisschen von den Butter Sprinkles drauf gestreut. So, jetzt ist das jedenfalls fertig hier. Jetzt kommt noch ein bisschen Sirup obendrauf, weil wir sind hier in Amerika. Und ehrlich gesagt habe ich auch erst hier mit Sirup angefangen. Ich habe in Deutschland nie Sirup verwendet. Was habe ich immer so auf Pancakes drauf gemacht? Meistens eigentlich gar nichts. Was ich dort aber für benutzt habe, sind von MyProtein diese Flav Drops. Und damit hatte man dann immer schon sehr, sehr viel Geschmack. Das werde ich mir jetzt jedenfalls schmecken lassen. Das ist jetzt fertig. Ja. Und dann geht's auch schon wieder an die Arbeit. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hier, ich bin gerade dabei, mein Instagram ein bisschen zu verbessern, sagen wir es so. Und zwar möchte ich das nämlich umstellen zu dieser Art Business-Account und probiere das gerade aus. Aber anscheinend muss man hier erstmal eine Facebook-Page haben. Geht das nicht? Ah, genau. Und die habe ich mir jetzt eben ganz schnell erstellt. So eine Gefällt-mir-Page auf Facebook. Jetzt habe ich das hier nämlich und jetzt müsste das doch eigentlich klappen. Tada, es hat geklappt, es ging. Jetzt muss ich mal schauen, was ich da bei Facebook eigentlich angestellt habe. Boah, ich bin ja so hungrig heute, aber ich denke, das ist eine gute Sache. Das ist ein gutes Zeichen. Meiner Meinung nach müsste es ja zeigen, dass das Refeeden funktioniert, dass dadurch mein Stoffwechsel angeregt wird, dass mein Hunger eben angeregt wird. Und wenn man Hunger hat, zeigt es ja was, dass der Körper Nahrung möchte. Auch wenn er jetzt vielleicht keine Nahrung braucht, gerade weil ich gestern 3000 Kalorien gegessen habe und vielleicht einen Verbrauch von 1800, 2000 hatte. Ja, wisst ihr was? Noch eine Woche und dann geht's nach Cancun. Und dann nochmal so 4 Tage genießen, bis es in die Diät startet. Also ich muss mich schon mal ein bisschen an dieses Gefühl, an dieses Hungergefühl gewöhnen. Dann ist es vielleicht nicht allzu hart und schlimm, wenn es mit der Diät losgeht. Hä? Think positive. Jetzt habe ich so eine Stunde Zeit, arbeite noch ein bisschen weiter und dann werden die Kiddies abgeholt. Delicious, delicious. Ich bin gerade wieder im Vorkochen. Hier kocht ein bisschen Reis. Ja, die Woche ist auch schon fast wieder um. Es ist schon Freitag, Nachmittag. Ich bin schon ein paar Stündchen auf den Beinen. Dazu wird vorgekocht, wie ihr seht. Die Kinder noch ein bisschen unterhalten, zu ein paar Appointments gebracht und dann bin ich auch off. Gut, morgen früh muss ich auch wieder arbeiten, aber dann für heute bin ich recht früh off und dann geht's ins Training. Was sie uns verkünden, nun nehmen wir zu Herzen. Magst du das Lied? Aha. So schaut bei uns der Nachmittag aus, wenn wir heimfahren. Halbe Stunde später schaut es so aus. Radio leider nur, weil ich im Moment kein Spotify habe. Wird mit Radiomusik eben aufs Gym eingestimmt. Läuft. Läuft. Los geht's. So, da haben wir's. Workout Nummer 5 für diese Woche ist auch schon abgehakt, geschafft und erledigt. Ich habe Arme und Schultern trainiert, jeweils 2 Übungen pro Muskelgruppe, Bizeps, Trizeps und Schultern. Habe das aber dementsprechend immer abgewechselt. Habe also erstmal eine Runde jeder Übung gemacht und dann die nächste Runde der zweiten Übung. Und dann habe ich noch eine halbe Stunde Cardio hinten dran gehängt. Ja genau, und danach habe ich mich nur ein bisschen frisch gemacht, ins Auto gesetzt, habe ein bisschen Chicken gesnackt und bin jetzt zur Ape gefahren. Wir schauen uns heute Nacht nämlich Beauty and the Beast an. So, in der Schlange. Das erste Mal, dass ich zum Kino anstehen muss. So viele Leute. Davor gehen wir auch noch was essen. Was es gibt, weiß ich noch nicht. Ja, und das war's dann auch schon wieder mit dem Freitag. Na, endlich. Die Sonne kam wieder raus und heute war es wunderschön warm. Beziehungsweise ist es immer noch wunderschön warm. Und für mich beginnt jetzt auch offiziell das Wochenende. Ich habe eben gearbeitet, das ist ungefähr 1:30 jetzt. Ja, und jetzt habe ich das restliche Wochenende frei. Wir waren eben schon ganz fleißig mit den Kids erstmal das Auto waschen.
dann bei Yogurtland. Sondern weil sie so brav waren beim Carwashing, gibt es jetzt eine kleine Belohnung. You like it? Und eben war ich schon mal eine halbe Stunde spazieren. Ja, und jetzt geht's. Jetzt geht's trainieren. Wohin auch sonst? Big enough ain't big enough. This house ain't built for the two of us. Maybe you should take a little peek into the rear view. You could probably get a better view of us. Coming in red hot. Going for the gusto. Yeah, going for the glory takes gusto. I think you got the stuff though. When it's cutthroat, hit it like I'm Kobe in the clutch though. If you give me props, good looks. Yeah, yeah, stay up like the good book. I OD on a good beat, trying to make it fun in those beats to the good seats. I'm just looking for a good time. Let me get a heat check. Sick with it, man, I think I got a defect. Lil mama, you should pop it in a tape deck. Bout to take it from the cellar to the apex. For Pete's sake, put the money in a briefcase. Fuck a rebate, never been a cheapskate. If you need Nate, I'll be chilling in the peace state. Working on a top 10 replay. Make a big play, I'm a ship shape. Mixtape sounding like a get rich quick tape. Lil mama, turn it up and let it rotate. Bring it back for me, kinda like a cold case. Looking shoddy like I might've found a soulmate. VA, gotta do it for my home state. Plus I wouldn't mind a rollie with the gold face. Rarely ever blown take. I control my own fate. Belohnung. Meine Eiklammernzeit wieder. Das Training war hart heute. Ich war müde die ganze Zeit. Und dann haben wir noch ziemlich viel trainiert. Wir haben, was haben wir alles gemacht? Ich hab Rücken trainiert, dann noch Bauch und Beine. Und ich war heute eh nicht in Topform. Jetzt auch nur diese Kleinigkeit. Ich glaube, das hat so 230 Kalorien oder so. Eben Eiklar, Geflügel, Gemüse, meine typische Eiklar-Mahlzeit. Denn in einer Stunde, eineinhalb Stunden geht es schon wieder weiter. Da treffen wir uns bei einem Italiener zum Abendessen. Und dafür muss man ja auch ein bisschen Platz haben. Und da möchte ich auf jeden Fall Pizza essen. Also, los geht's. Aber was hat er denn da? Sieht ein bisschen, ich will nicht sagen besser aus, aber ich glaube, das gibt ein bisschen mehr Energie. Jetzt gut. So, meine Lieben, und jetzt nochmal zum Abschluss des Videos ein kleines Erato-Kopfhörer-Update. Denn ich habe die Kopfhörer jetzt schon ungefähr eine Woche in Verwendung und ach du meine Güte, was mir jetzt gestern und heute besonders aufgefallen ist, ist die Tatsache, ich benutze diese Kopfhörer wirklich täglich. Die laufen täglich eine halbe Stunde bis Stunde, würde ich sagen. Wie man hier sieht, die Teile sind wirklich nicht groß. Ich habe die in der kompletten Woche nicht aufgeladen und die Batterie ist immer noch nicht leer. Heute im Fitnessstudio hatte ich ehrlich gesagt Angst, dass die mir ausgehen würden, weil mir heute erst eingefallen ist, hey, ich habe die ganz schön lange nicht aufgeladen. Davor hatte ich immer diese Kopfhörer. Ich möchte die Marke jetzt nicht nennen, aber ja, das sind auch Bluetooth-Kopfhörer und die musste ich spätestens alle 3 Tage immer aufladen. Und dann diese 2 Knöpfchen nur. Und so lange haltbar, hat mich komplett überzeugt und glücklich gemacht. Ich werde hier jetzt erstmal aufladen, das allererste Mal nach einer Woche. Im Großen und Ganzen kann ich also sagen, ich bin komplett zufrieden mit denen. Und ja, sind jede Investition wert. Den Link zu den Kopfhörern findet ihr wieder mal unten in der Beschreibung. Ich hoffe, das Video hat euch wieder gefallen. Liked und kommentiert doch weiter fleißig. So, ist ja eh schon der Fall ist. Das macht mich sehr glücklich. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Das nächste Video kommt aus Cancun.